Wir kommen zu unserem nächsten Show-Act. Keiner konnte es so recht glauben, aber als sich Tina Turner vor 6 Jahren offiziell vom deutschen Fernsehzuschauer verabschiedet hat, haben wir gesagt, irgendwann kommt sie wieder. Im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen hat sie auch 2 Jahre danach kein Comeback gestartet. Und heute erleben wir sie musikalisch von einer völlig anderen Seite. Sie hat nämlich 2 Freundinnen, die sie für ein Projekt begeistern konnten, nämlich Children Beyond. Das sind 2 Schweizer Damen, Rigola Curti und Dechen Shak Dagzai. Und die haben ihrer Nachbarin Tina gesagt, wir haben ein Projekt, da geht es auch darum, Menschen zusammenzubringen. Sie werden gleich viele Kinder aus verschiedenen Religionen sehen, die gemeinsam nur ein Interesse haben, nämlich, dass unsere Welt ein bisschen mehr zusammenwächst und ein bisschen besser wird. Und Tina Turner hilft gerne dabei. Herzlich willkommen, Rigola Curti, Dechen Shak Dagzai und Special Guest Tina Turner. Do the right thing. When you pray, you find the right way. Sing. Say, when you sing, you do the right thing. When you move, you find the right groove. Beyond the power, you find the flower. Beyond the bound, you find new ground. Clean your mind, peace you'll find. Break the wall. For peace to all. Forget it never to sing. Unity heißt dieser Titel. Hi. Welcome back. Good evening. Guten Abend, die Damen. Hoppala. Und ihr Schweizer macht immer 3-mal, gell? 1, 2, 3. Guten Abend. So, dürfen wir mal ein bisschen... Guten Abend. Bist du auch Schweizerin? Nein, auf keinen Fall. Das ist auch 3-mal. 1, 2,
Michelle hat auch so angefangen wie du, die kommt auch aus der Schweiz. Kennst du meine Michelle? Nein. Nein? Na gut, die ist nämlich eifersüchtig. Darf ich die Damen vielleicht mal hier in die Mitte bitten? Tina. Yes. Wie kam es denn zu diesem Dreiergespann? Also erstmal muss ich sagen, wenn man dich wieder hört, we want more. Man wird ja süchtig, wenn du sprichst, dann... Ne? Ja. Ja, wenn du sprichst, ist das schon erotischer, als wenn andere singen. Sag mal, wie habt ihr drei euch gefunden? Durch die Gebete. Gebete, die uns verbinden und die wir den Kindern weitergeben wollen in dieser Welt. Und wer diese CD kauft, der kauft eine CD, die vielen Kindern hilft. Der ganze Erlös geht von uns drei Frauen gleich in Stiftungen für Kinder. Tina Turner im Gebetskreis, das kann man sich schwer vorstellen. Habt ihr euch tatsächlich über religiöse Themen gefunden? It was religious, yeah. Religious themes brought you together. Yes, yes. Yeah, yes. So a spiritual lady. Oh, always. Yeah. I've always been. I know it didn't seem like it. Gott sei Dank sieht man ihr nicht an. Ja. Ja. Aber das ist. Von Private Dancer zu drei Engel, vier Herz, vier Kinder. What a career. Sie haben einen sehr interessanten Namen. Ich kriege ihn alleine nicht mehr hin. Dächen. Also zuerst einmal Gratulation. Ich habe gestaunt. Sie haben es total gut gesagt. Dächen ist mein Vorname. Jacques Daxai. Bitte schön. Mein Künstlername. Auch Sie haben, wie gesagt, offensichtlich mit diesen Kindern eine Art von spirituellem Gesang eingeübt. Den gibt es auf Platte zu kaufen. Natürlich. Wir haben jetzt von der buddhistischen Seite haben wir das wichtigste buddhistische Mantra heute hier vorgestellt. Das ist das Buddham Saranam Gacchami, die Zufluchtname in die drei Juwelen. Mhm. Und gleichermaßen natürlich auf der Children Beyond hört man Gebete mit den Kindern aus den sechs verschiedenen Religionen. Sechs verschiedene großen Weltreligionen. Also alles dabei. Politisch sind wir ganz korrekt. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Dankeschön. Na, gefällt's dir bei uns? Ja, klar. Ja, ich merk's schon hier. Ja, ja, let's rock. Gut. Okay, also, Dankeschön. Tschüss, Wiedersehen. Herzlichen Dank. Grüezi. Hallo. Servus. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Three, four. Okay, Dankeschön. Thank you. Dankeschön. Danke, die Damen. Herzlichen Dank. Unity. So. Die einen Kinder gehen, die anderen Kinder kommen.